Viele fragen mich ja immer, hey Paluten, wie bist du überhaupt zu YouTube gekommen? Wann hast du das erste Mal angeklickt? Heute würde ich gerne von euch wissen, wie seid ihr denn überhaupt, nein, auf YouTube gestoßen? Hat euch das irgendjemand empfohlen durch ein Video und wir sind schon... Oh, warte. Wir leben noch, aber wir haben keine Ärmchen und keine Beinchen mehr. Moin Leute, auch wenn heute nicht Sonntag ist, habe ich mich einfach mal dazu entschlossen, ein kleines GTA-Special zu machen in Sachen Happy Wheels. Und würde mal sagen, fangen wir hier an mit Grand Theft Auto. Ach, GTA. Da waren noch Zeiten. Müssen wir hier oben das Ding grabben? Hallo? Okay, wir haben's. GTA, ich habe eigentlich fast jeden Teil gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, noch auf der PlayStation 1. Den einzigen Teil, den ich nicht gespielt habe, war Grand Theft Auto London. Das war, glaube ich, ein Add-on für den ersten Teil. Das habe ich nie gespielt, aber ansonsten jeden GTA-Teil. Und muss einfach sagen, das ist eine sehr, sehr nice Spielereihe, die auch so ein bisschen, nicht unbedingt das Genre revolutioniert, aber so Open-World-mäßig und Gangster-Milieu, das war schon eine schmackhafte Sache. Du kannst mir ja gleich mal fragen, was war denn euer Lieblingsteil von GTA? Ist es jetzt GTA 5, weil ihr vielleicht noch nicht alle gezockt habt? Okay, jetzt fallen wir in ein Auto. Das Level ist voll geil gestaltet übrigens. Muss man ja einfach mal so sagen. Kommen wir jetzt hier irgendwie runter. Oh, ich halte mich einfach mal fest. Und wo war ich stehen geblieben? Genau, welches euch am besten gefällt? Vice City vom Soundtrack, einer der besten Games ever, muss man ja einfach mal so sagen. Und generell die Soundtracks, also die Lieder, die so im Game immer abgespielt wurden, sind schon nah an der Perfektion. Nee, zumindest sind sie sehr, sehr gut ausgewählt. Und ich kenne eigentlich auch kaum Games, die so einen guten Soundtrack haben. Wir fahren jetzt hier einfach längs. Passiert hier noch was? Cargo? Wir haben auch komischerweise keine Sounds hier in dem Level an sich gehabt. Aber gestalterisch war das schon ziemlich krass, zumal das Level aus dem Jahr 2011 ist. Crank. Die sind alle schon relativ alt, aber das ist ja nichts Schlimmes. So, jetzt nehmen wir einfach mal das hier, weil das aus 2013 ist. Er sagt, er hat hart gearbeitet. Damit wir... Achso, wir müssen nach hinten drücken, um Gas zu geben. Also, es ist ja nicht schlecht. Also, wenn das jetzt einer von euch gebaut hätte, hätte ich gesagt, krass. Weil da steckt sicherlich sehr, sehr viel Mühe drin. Auch wenn das Auto sieht so ein bisschen aus wie die Autos von iRobot. Kennt ihr den Film mit Will Smith und den hundsgemeinen Robotern? Diese kleinen Schlawiner. Oh, guck mal hier, Grand Theft Auto 2. Auch ein sehr, sehr geiler Teil. Damals ja noch in 2D-Grafik. Bis es dann im dritten Teil letztlich dazu kam, dass das Ganze eben, ja, dann auch in 3D war. Ich muss auch sagen, ich persönlich fand den vierten Teil nicht ganz so gut. Der konnte mich nicht fesseln. Da fand ich die DLCs zum Beispiel wesentlich cooler vom Setting her. Weil Niko Bellic, oder wie heißt er, der konnte mich nicht hundertprozentig überzeugen. Oh, jetzt guck mal hier, Grand Theft Auto 5. Das Spiel war doch 2011 noch gar nicht draußen. Raid 5, if you want to buy. Ja, GTA 5 habe ich mir sogar gekauft. Bam. So, was haben wir denn hier noch? Vielleicht mal ein bisschen was Aktuelleres. Hier, von 2014, Grand Theft Manual. Okay. Muss ich hier irgendwas machen? Oh, was seid ihr denn für... Wow! Was seid ihr denn für hundsgemeine Gangsters? Warte mal, ich weiß nicht, ob wir das Ding hier irgendwie benutzen können. Wahrscheinlich. Ah, wir kriegen die auch schon so. Kriegen das auch so hin. Weiß, was ich mache. Ach, hier ist so eine frickin' Mine. Dann nehmen wir doch einfach unseren Sohn. Zack. Nein, was? Oh Gott! Was ist das denn? Du Butterbirne. Ach, das ist schon wieder. Was ist denn hier? Was? Na. Was machen wir jetzt hier gerade für Nonsens? Stopp! So, und jetzt nochmal. So, ne Mann. Nach vorne. Yes! So muss das sein. Wow! Oh Gott! Hä, wieso? Warte mal. Ich glaube, ich mache das ganz einfach. Ich nehme ihn hier. Ah, so geht das auch. Guck mal, jetzt müssen wir das Ding nämlich... So, warte. Ich muss hier nur richtig drauf landen. So. Zack. Und... Oh yeah. Jetzt wird gebetzt. Das ist... Ey, die Idee ist auch wieder richtig, richtig fett. Auch wenn hier gerade alles Bananas geht. Hilfe! Vorsicht. Jawohl. Landen.
Jawohl! Der Victory. Krass. Ich muss sagen, die Grand Theft Auto Sachen gefallen mir. Also sei es nun gestalterisch oder jetzt auch von der Idee her. Oh, hier nochmal GTA 5. You robbed a bank and you need to escape to Liberty City. Challenge accepted. 5-Star Wanted Level. Okay. Ey, die schießen doch nicht, oder? Vor allen Dingen, da war gerade jemand mit einer Pistole und jetzt kommt einer mit einer Axt. Also mit so einer, wie nennt man das nochmal? Armbrust. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Was, hä? Oh, Alter. Schnell Escape drücken. War ganz nett. Aber war jetzt auch nicht. Obwohl, hier werden die Level... Ah, ne, hier ist noch eins. Grand Theft Smurf? Smurf-Waffel. Das hat jetzt, glaube ich, wenig noch mit GDA zu tun. Ich glaube, wir gucken uns nochmal die bestbewertetsten Level hier an, was wir hier noch haben. Hier ist doch noch eins. In Your Ford. Oder hatten, ich glaube, das hatten wir sogar mit dem Ford GT. Hier, das sieht nochmal gut aus. Von Anthony B. Okay, hier fahren wir auch mit unserem Ford GT. Aber leider hatten die ja bei GTA, das würde ich mir nochmal wünschen, obwohl mittlerweile kann man das ja, glaube ich, per Mod alles noch machen, dass sie es irgendwie mal schaffen. Okay, komm schon, gib Gas. Die ganzen originalen Autos da reinzubringen, dass man dann wirklich Mercedes, BMW und all die schönen Automarken zockt. Das wäre nochmal ganz nice. Vor allen Dingen, ich denke, auf den Konsolen ist es dann immer nochmal schwerer, in irgendeiner Weise irgendwelche Mods zu installieren, Autos sich zu holen. Aber ich habe auch lange nicht mehr GTA Online gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wird sich ja auch sicherlich einiges getan haben. Grand Theft Hobo. Kurze Übersetzung. Hobo bedeutet Obdachloser. Okay. Muss ich hier mein mega schickes Auto... Nein, halt dich fest, genau. Oh yeah. Und mal wieder klassisch. They see me rolling. The hate turn. Patrolling me, trying to catch me riding, daddy. Okay, wir leben noch. Ja. Das war's. Alleine, your homies. Ja, genau, das sind meine ganzen Homeboys. Das sind Perksmann und Sturmwaffe. Ich sag's euch. Okay, zweiter Versuch. Diesmal versuch einfach nur zu überleben. Mehr möchte ich doch gar nicht. Ich möchte einfach nur schön hier einen kleinen Victory. Alleine Justin Bieber hier schon wieder. Nein! Justin Bieber! Okay, so toll ist das Level nun auch nicht, als dass ich hier noch 20.000 Mal über Justin Bieber rüberrasseln sollte. Was hatten wir das schon? Ich glaube schon. Nee, das hatten wir noch nicht. Welcome to Liberty City. Run. Okay. Ich vertraue euch nicht. Stopp. Okay. P. Dizzle ist verwirrt. Oh! Okay, der war schon tot, der Obdachlose. Es gab ja auch mal diesen Trend mit diesen Bumfights. Kennt das noch irgendjemand? Das war richtig crank. Da habe ich einmal so ein Video, weil da haben sie das... Wow, nein! Nein, wir hatten fast den Victory! Diese Bumfights, die sind, glaube ich, mittlerweile auch verboten. Da haben sie Obdachlose gefilmt, haben denen irgendwie $5 oder so in die Hand gedrückt und haben die dann gesagt, okay, kloppt euch die Köpfe ein. Kann ich, guckt euch das auf gar keinen Fall auch an, Leute. Sowas muss nicht sein. Und das ist einfach nur... Ah, verdammt. Nein, was mache ich denn hier? Ich bin so ein Dummkopf. Das geht unter die Menschenwürde, meiner Meinung nach. Auch, dass sie da... Die haben damit echt viel Geld gescheffelt. Die haben sich sehr, sehr gut verkauft. Wurden auch im Internet sehr oft angeklickt. Aber ich finde, das ist einfach nur crank. So, jetzt komm. Warte, die müssen wir kurz... Stopp. Nicht zerschellen. Du bist so ein... Verdammt. Verdammt. Ihr könnt... Das würde mich mal wirklich interessieren. Viele fragen mich ja immer, hey Paluten, wie bist du überhaupt zu YouTube gekommen? Wann hast du das erste Mal angeklickt? Heute würde ich gerne von euch wissen, wie seid ihr denn überhaupt... Oh nein! ...auf YouTube gestoßen? Hat euch das irgendjemand empfohlen durch ein Video? Und wir sind schon... Oh, warte... Wir leben noch, aber wir haben keine Ärmchen und keine Beinchen mehr. Das Einzige, was wir machen können, sind mit unserem Stumpf so ein bisschen wackeln. Ah, Mann. Wie gesagt, das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Weil ich weiß das echt nicht mehr, wie ich das erste Mal auf YouTube gestoßen bin. Das muss ja letztlich durch ein Video gewesen sein. Also, irgendwas Lustiges und dann ist man irgendwann bei... Verdammt, wir sind schon wieder tot. Sind wir
alle wahrscheinlich bei YouTube hängen geblieben. Und nochmal kurz zur Info. Ich hatte dann eine Zeit lang mir Let's Plays von zum Beispiel Tobaskus angeguckt. Obwohl, als erstes habe ich die Videos, die normalen Videos von Tobaskus angeguckt. Und dann habe ich gesehen, oh, der macht ja auch Gaming. Und ach, und dann habe ich mir die Gaming-Videos angeguckt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das machen wir auch. So, was haben wir hier nochmal? Ich gehe mal nochmal ein paar, vielleicht ein paar schlechte. Vielleicht ist ja irgendwo ein Diamant dabei. Grand Theft Jetpack? Nee. Hier, Grand Theft Auto 5. You have three choices. Suicide Combat Survivor. Wir sind... Nee, Suicide auf gar keinen Fall. Combat! Wir suchen den Kampf. Wir wollen nicht nur einfach überleben. Komm, komm! Nein, lass dich davon nicht beeindrucken. Wir leben noch, aber wir sind fett royal an die Wand getackert worden. Und da ist doch der Victory. Das war jetzt wirklich... Was hatte das mit Grand Theft Auto zu tun? Gar nichts. Aber sowas von nicht. So, Grand Theft Auto 2. Steal the car and go as fast as you can. Go! Warte mal, hatte das Level hier eine Nuller-Bewertung? Ja. Ach, das hat auch noch gar keine Votes. Da steht 0 Votes. Okay, vielleicht sind wir... Okay, wir haben leider keinen Account. Aber kann mir mal bitte irgendjemand erzählen, was das mit Grand Theft Auto zu tun hat? Das fand ich auch bei den Grand Theft... Zum Beispiel bei GTA San Andreas war das, glaube ich. Fand ich das so cool, wie man die Autos tunen konnte. Also da konnte man ja voll viel machen. Das haben sie jetzt ja auch wieder eingeführt. Aber keine Ahnung, irgendwie fand ich das bei dem anderen Teil insgesamt cooler. Ich weiß nicht, ob da... wie gesagt, kann ja auch sein, dass sie nochmal ein Update eingeführt haben. Bei dem Online-Modus hatte ich zum Beispiel nie so ein richtig pornöses Auto, weil ich erstens nicht genügend Kohle hatte. Und für die Upgrades musste man auch sehr, sehr viele Rennen gefahren sein oder so. Und was machen wir denn hier? Und da ist doch der Victory. Und ich habe das Gefühl, dass da keine schmackhaften Level mehr kommen. Oder müssen wir das Ganze auch nicht weiter hinauszögern? Wenn euch das Ganze gefallen hat, ein kleines, zackig-knackiges Special für zwischendurch, dann lasst ihr eine kleine Bewertung da, meine Freunde. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei euren Leveln wieder. Also Leute, bis dahin, haut rein. Bis dann. Booyah.